herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, wie schaut's aus die Woche? Wieder gute Sachen gewesen? Ja, einiges. Passt. Gehen wir's an. Heute über Schwarz-Blau, Martin. Was haben wir gehabt? Die Caroline Edstadler hat sie mit dem Brotmesser geschnitten. Die wer? Ja. Kennst was? Du nicht? Nein. Weißt du nicht, wer das war? Sollte ich zur Politik kommen? Die Staatssekretärin im Innenministerium, das steht aber da alles nicht in dem Artikel, aber sie hat sich mit dem Brotmesser geschnitten. Und das ist ein Loch ist, weil? Wir jetzt wissen, warum sie ein Pflaster getragen hat. Okay. Ist auch okay. Gibt es sonst noch irgendwas? So Wesentliches. Was Wesentliches? Hast du gewusst, dass die Staatssekretäre und die Minister bisher kein Geld gekriegt haben? Die haben jetzt bis jetzt gratis gearbeitet. Ja. Das ist ja super. Ja, finde ich auch. Und das sollte man beibehalten. Oder man stellt um im Sinne der Sparmaßnahme. Sie kriegen Erfolgshonorar. Das hat nicht hin. Weil? Ja, das schreit nach Korruption. Wer sagt dann, dass sie gut gearbeitet haben? Stimmt auch wieder. Der Wähler? Übrigens, Geld. Weißt du, dass das Bildungsbudget jetzt gesichert ist? Von den Unis habe ich gehört, die haben jetzt einen großen Batzen gekriegt. Das war ja die Vorgängerregierung. Okay. Aber die Regierung wird das Schulbudget ganz sicher stellen. Nämlich, Schwänzen kostet ab jetzt 660 Euro. Das ist eine interessante Quersubventionierung. Kann man nur sagen. Mhm. Danke an alle Mamas und Papas. Und was war die Woche mit Trump? Die Woche ist im Zeichen der State of the Union gewesen. Der US-amerikanische Präsident hat geredet zur Nation. Und das ist die erste Rede von ihm zur Nation. Die wurde natürlich erwartet, mich freudig. Naja, manche hoffen, dass es die letzte war. Ja, aber sie waren überrascht. Er hat sich gut geschlagen. Das heißt, der Teleprompter Trump, also wenn er nur abliest und auch dabei bleibt, ist richtig präsidential. Wirklich? Mhm. Es hat jetzt nichts Netflix gegeben. Amerika ist super, Amerika ist großartig. Und er will seine Mauer nach Mexiko, da steht er drauf. Mhm. Und er will mehr Gäste in Guantanamo. er will mehr Gäste in dem Gefängnis da unten. In dem Guantanamo, so heißt es. Ja. Haben die Präsidenten-Suite? Es war missverständlich, Martin. Er will nicht solche Gäste, klar. Okay, gut. Aber auch noch spannend zur Rede der Nation ist, die Melania, sie war auch da, ist aber extra gekommen. Ja, da kriselt's doch. Ja, die ist auch nicht so happy. Okay. Sie ist nämlich immer noch davon überzeugt, dass der Trump mit einem Pornostar eine Gespusi hat. Mhm. Wobei der Pornostar jetzt sogar schriftlich niedergelegt hat, dass sie kein Verhältnis mit Trump hatte. Warum fällt mir jetzt Clinton ein? Ich habe keine Ahnung. Und sonst? Du, sonst gibt es natürlich noch, wie immer, die Art von Nachrichten rund um Trump, die man gut kategorisieren könnte mit, ja, das sind auch Nachrichten. Was? Zum Beispiel die Air Force One. Mhm. Die kriegt einen neuen Kühlschrank. Wichtig. Falls es euch interessiert, meine Mama gerade einen neuen Ofen gekriegt. Mhm. Der war aber nicht so teuer wie die Kühlschränke von der Air Force One. Ist aber auch nicht in der Heute gestanden. Stimmt, ist aber auch schade, weil der Ofen von meiner Mama hat ja viel Freude bereitet. Gut. Und die Air Force One, die Kühlschränke, kosten aber 19 Millionen Dollar. Wahrscheinlich stehen sie deswegen in der Zeitung. Warum so teuer? Weil sie 3000 Menüs beherbergen können. In einem Flugzeug, wo 40 Kranken blühen. Kann das der Oma mit dem Ofen auch? Nein. Sicher nicht. Okay. Und es war meine Mama. Deine Mama, entschuldige. Und Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Was hast du denn gelernt die Woche? Ich habe die Woche was Supers gelernt. Ich habe ein neues Wort in einer neuen Sprache gelernt. Echt? Was denn? Mhm. Auf Schweizerdeutsch. Es ist zwar ein umgangssprachliches Schweizerdeutsches Wort und es ist ein bisschen vulgär und nicht sehr schicklich. Ich habe gelernt, was Vagina
auf Schweizerdeutsch im vulgären Form hast. Warum schreibt die heute darüber? Erstens, weil die heute ein total geiles Bildungsmedium ist. Natürlich. Man lernt immer total kuriose Sachen. Ja. Und zweitens, weil Coca-Cola in der Schweiz einen neuen Eistee einführen wollte. Mhm. Und dieser Eistee hieß oder wird global Fuzzy heißen. Mhm. Also F-U-Z-E. Wo und ist das Problem? In der Schweiz heißt F-U-Z Vagina auf Vulgär. Okay. Das heißt, die hätten einen Vagina. Mhm. Super. Glaube ich nicht. Und was hast du gelernt? Manchmal sind 60 Installateure zu wenig, um eine Toilette zu reparieren. Kommt wahrscheinlich auch die Toilette drauf an. Genau. Da sind aus Norwegen 60 Installateure mit dem Flugzeug geflogen. Okay. Und die Toilette ist kaputt gewesen und die haben die nicht richten können, zu 60. Da haben sie umdrehen müssen, den ganzen Flieger. Ich bin mir sicher, die waren alle eingeholt, die Installateure. Es war sicher so ein Installationspartyflug. Die Nachricht ist kurz, das steht da nicht. Ja, Leute, das war die Schlagzeilenrevue für diese Woche. Wir bedanken uns und wünschen euch eine schöne Woche. Ja, und nicht vergessen, teilen. Und kommentieren. Und Daumen hoch. Genau. Ciao.